herzlich zur Pressekonferenz anlässlich der heutigen Gremiensitzungen mit den beiden Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Das Wort hat Norbert Walter-Borjans. Bitte schön. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, Sie alle wieder mal live zu sehen. Wir haben heute Parteipräsidium und Parteivorstandssitzung gehabt. Und wir haben, Sie können sich kaum vorstellen, worüber wir geredet haben. Wir haben geredet über den zukünftigen Parteivorsitz der SPD. Und ich will direkt mit dem Ergebnis beginnen. Das ist ja nicht mehr ganz so überraschend. Aber Saskia Esken und ich, wir haben Lars Klingbeil für meine Nachfolge im Parteivorsitz-Duo der SPD vorgeschlagen, wünschen uns sehr, dass es große Zustimmung auf dem Parteitag, auf dem ordentlichen Parteitag im Dezember gibt. Präsidium und Parteivorstand sind diesem Vorschlag einstimmig gefolgt. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Lösung. Und Sie wissen ja schon, dass Saskia ihrerseits auch die Bereitschaft angekündigt hat, wieder für den Parteivorsitz zu kandidieren. Und auch diesen Vorschlag haben wir heute noch einmal gemacht und unterstützt, ebenfalls einstimmig durch Präsidium und Parteivorstand. Und bevor ich an Saskia übergebe, würde ich gerne noch einmal sagen, ich glaube, wir haben zwei ganz wichtige Jahre für die SPD hinter uns. Es waren Jahre, in denen es sehr darauf angekommen ist, dass wir eine neue Kultur der Führung und der Zusammenarbeit in der Führung der Partei hinbekommen und dass wir auf der anderen Seite aber auch den Schulterschluss zwischen nicht nur Partei, Fraktion und Regierungsteam, sondern auch zur sogenannten Basis wieder enger machen. Auch die Mitglieder beteiligen an den Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Das ist, glaube ich, ein Grundstein mit dafür gewesen, dass wir in der Phase des Wahlkampfs so geschlossen und so erfolgreich agieren konnten und Olaf Scholz neuer Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden kann. Und ich würde mir natürlich persönlich sehr wünschen, wenn dieser Zusammenhalt und auch dieser Schulterschluss eine Kontinuität würde, wenn wir es schaffen, das aufrecht zu erhalten. Und das spricht vieles für und ich finde, das spricht vor allen Dingen für, dass Saskia Esken weiter für den Vorstand, für den Vorsitz der Partei kandidiert. Saskia hat zusammen mit mir, zusammen mit Lars Klingbeil, zusammen mit Rolf Mützenich, Olaf Scholz, aber eben auch der gesamten Parteiführung einen großen Anteil daran, dass wir mit dieser Aufstellung und dieser Geschlossenheit in den Wahlkampf gehen konnten und den Wahlkampf wirklich so grandios auch bestanden haben. Und ich glaube, weil sich die Frage ja auch stellt, wie sieht es denn aus mit der Mitgliederbeteiligung, dass das eine ganz wichtige Botschaft auch an die Mitgliedschaft der SPD ist, dass wir das, was vor zwei Jahren der Mitgliederentscheid gebracht hat, fortsetzen. Saskia bleibt an Bord und mit Lars haben wir eine Ergänzung, eine Nachfolge aus einer eng zusammenarbeiteten Spitze heraus. Und ich glaube, das ist auch im Sinne der Mitgliedschaft unserer Partei. Und deswegen wollen wir diesen Vorschlag direkt an den Parteitag herantragen. Und ich sage jetzt allerdings auch, es kommt wirklich darauf an, dass wir jetzt mit einer voraussichtlich erfolgreichen, abgeschlossenen Bildung einer Koalition nicht an dem Punkt sind, wo man in die nächsten zwei Jahre gehen kann und als Partei einfach nur ernten kann. Sondern es geht darum, dass auch strukturell sich die SPD weiterentwickeln, noch ein Stück weiter erneuern muss, dass dafür auch gut ist, wenn jemand an meine Stelle rückt, der knappe 20 Jahre jünger ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir deutlich machen, es gibt ein neues Kraftzentrum, es wird das Kanzleramt geben und dass wir diesen Zusammenhalt, den wir bisher geschafft und gelebt haben, zwischen Partei, Fraktion, Regierungsmannschaft, aber eben dann auch mit einem starken Kanzleramt so weiter aufrechterhalten, weil das ist die Grundlage unseres Erfolgs gewesen. Das wird sie bleiben, wenn wir das hinkriegen. Und ich bin sehr glücklich und ich muss ehrlich sagen, auch sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen, nach dem, was wir in den ersten zwei Jahren an Grundstein gelegt haben. Danke. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe mit großer Freude und mit großer Demut und Dankbarkeit entgegengenommen, dass Parteivorstand und Präsidium der SPD heute Vormittag
einstimmig beschlossen haben, die gemeinsame Kandidatur von Lars Klingbeil und mir als neuer Doppelspitze der SPD dem Bundesparteitag vorzuschlagen und freue mich sehr über diese Unterstützung. Lars Klingbeil kenne ich seit vielen Jahren. Wir arbeiten seit vielen Jahren sehr eng zusammen, schon in unserer Zeit als Digitalpolitiker der SPD-Bundestagsfraktion. Lars Klingbeil hat mit seiner Arbeit als Generalsekretär schon vor meiner Zeit hier in diesem Haus den Grundstein gelegt für die Erneuerung unserer Partei, gemeinsam mit Andrea Nahles, und hat natürlich auch einen ganz erheblichen Anteil an unserem Wahlerfolg, den wir gemeinsam erarbeitet haben. Ich arbeite sehr gerne und sehr vertrauensvoll mit ihm zusammen und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Ich freue mich sehr, dass er sich für die Kandidatur mit mir gemeinsam entschieden hat. Norbert Walter-Borjans hat vor einigen Tagen entschieden, dass er nicht für eine weitere Amtszeit als Parteivorsitzender zur Verfügung stehen will. Ich habe großen Respekt vor dieser Entscheidung, denn der ist auch von anderen so ausgesprochen worden, zu Recht. Auch wenn ich sie bedauere, weil sich damit das Ende einer sehr vertrauensvollen und sehr engagierten, mutigen und guten Zusammenarbeit, erfolgreichen Zusammenarbeit auch abzeichnet. Es ist aber nicht die Zeit für Abschiedsworte und Dankesworte, die er sowieso nicht hören will, aber er wird sie noch irgendwann zu hören bekommen. Wir sind aber noch nicht am Ende, sondern wir stehen noch mitten in Koalitionsverhandlungen gemeinsam mit zwei Partnern, mit denen wir als Parteien schon sehr lange nicht mehr koaliert haben. Und wir wollen gemeinsam einen Vertrag erarbeiten für eine echte Zukunftskoalition mit Grünen und mit Liberalen. Und da ist die Stimme und da ist der Sachverstand von Norbert Walter-Borjans auch noch von großer Bedeutung. Ich selbst habe mich entschieden, nochmals zu kandidieren, meine Kandidatur für den Parteivorsitz sozusagen zu erneuern, weil ich die SPD weiter modernisieren und öffnen will, sie als eigenständige politische Kraft stärken. Das ist uns in den letzten 2 Jahren schon sehr gut gelungen, aber ich will sagen, auch mit dem Erfolg, den wir jetzt errungen haben bei der Bundestagswahl, ist diese Arbeit nicht zu Ende. Ich will gemeinsam mit den Mitgliedern immer wieder auch den Markenkern der SPD herausarbeiten, ihn und unsere grundlegenden Werte zugrunde legen, wenn wir neue Antworten auf die Fragen dieser Zeit erarbeiten. Das ist unsere Aufgabe als SPD und auch als starke Mitgliederpartei. Ich will die besondere Vielfalt, die Kraft, die auch darin liegt, der Partei nutzen, die wir jetzt im Wahlkampf besonders kennengelernt haben, aber auch vertieft jetzt sehen in der Aufstellung der neuen SPD-Bundestagsfraktion. Und die zu nutzen und auch unsere Stärke in der Fläche zu nutzen, das wird jetzt auch unsere Aufgabe sein. In den vergangenen Monaten haben wir gezeigt, dass wir aus Fehlern lernen konnten. Jetzt müssen wir aus dem Erfolg lernen und das wird uns gemeinsam auch gelingen. Ich selbst habe großen Respekt vor dieser Aufgabe. Meine Schwerpunkte in der sozialdemokratischen Politik sind immer gewesen die Emanzipation der Menschen, die gleiche Teilhabe, ihre freie Entfaltung auch zu ermöglichen durch eine gerechte, durch eine zeitgemäße Bildung für alle, durch sozialen Ausgleich und natürlich auch durch starke Rechte als BürgerInnen, als NutzerInnen, als VerbraucherInnen, als ArbeitnehmerInnen, natürlich nicht zuletzt auch im digitalen Wandel. Das sind Themen, die mir sehr wichtig sind, wie Sie auch alle wissen, denn ich habe in den letzten Jahren ja schon daran gearbeitet. Ja, Saskia hat darüber gesprochen, dass wir, ich will das mal so salopp formulieren, die Pferde im Galopp wechseln oder zumindest eins. Wir sind mitten in Koalitionsverhandlungen, haben gerade die Phase, in der über 300 Mitglieder der drei Parteien miteinander beraten in 22 Arbeitsgruppen. Das kommt gut voran. Wir haben eine gute kollegiale Arbeitsatmosphäre. Und dass es die ein oder andere Nachricht darüber gibt, wo es mal ruckelt, halte ich nicht nur für normal. Es ist fast so, dass ich glauben würde, viele Menschen würden sich fragen, wenn es überhaupt keine Diskussionen gäbe, die auch ein Stück streitig sind, wie es denn sein kann, dass da drei unterschiedliche Parteien zur Wahl angetreten sind. Wir sind drei wirklich auch in bestimmten Punkten sehr unterschiedliche politische Kräfte, haben aber auch eine große gemeinsame Erzählung, was Aufbruch und Zukunft in sozialer Verantwortung in dieser Gesellschaft angeht. Und deswegen glaube ich, auch wenn es mal die ein oder andere Nachricht gibt, dass wir nicht nur auf einem guten Weg sind, der erfolgreich enden wird, sondern dass wir auch alle Chancen haben, das wirklich in dem von uns gesetzten knappen Zeitplan zu schaffen und am Anfang des Monats Dezember zu einem außerordentlichen Parteitag kommen können, auf dem wir dann einen Koalitionsvertrag verabschieden.
Ich kann nur allen Beteiligten raten, ihre eigene Kraft auch wirklich selbst zu erkennen, zu wissen, wir haben alle ein Profil, das wir auch Wählerinnen und Wählern gegenüber zu vertreten haben und dass wir gleichzeitig aber die große Herausforderung und auch den Auftrag der Wählerinnen und Wähler haben, zu einem guten Ergebnis zu kommen, weil am Ende geht es nicht um drei Parteien, am Ende geht es auch nicht um die uns nicht gewählt haben, sondern es geht um das ganze Land. Und in diesem Bewusstsein arbeiten im Moment 300 Menschen und sie arbeiten hart. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das auch gut hinbekommen werden. Tatsächlich wechseln wir die Pferde nach diesem Ritt, wenn ich das mal nochmal aufgreifen darf. Nämlich nach der Wahl von Olaf Scholz zum Bundeskanzler von Deutschland. Wir freuen uns darauf, dass die Koalitionsverhandlungen auch so zu Ende gebracht werden können, dass es gelingen wird in der Nikolauswoche. Und im Anschluss haben wir dann unseren ordentlichen Bundesparteitag, bei dem dann auch der Parteivorstand neu gewählt wird. Wir haben aber heute Morgen natürlich nicht nur über diese Personalie gesprochen, sondern wir haben auch über aktuelle Themen gesprochen. Insbesondere Corona war eines der wichtigen Themen, wo ich ganz deutlich sagen will, die Pandemie ist nicht überwunden. Im Gegenteil, gerade in diesem Moment steuern wir in eine vierte Welle hinein, die wir sehr ernst zu nehmen haben, mit erheblichen Gefahren für Erkrankte, aber eben auch für unser Gesundheitssystem, für die Überlastung des Gesundheitssystems, gegen die wir auch Maßnahmen zu ergreifen haben. Natürlich sind wir in einer ganz anderen Situation als vor einem Jahr im Herbst mit den Testkapazitäten, die wir haben, die wir auch wieder nutzen wollen und natürlich auch mit Impfstoffen in ausreichender Menge. Wir müssen dafür sorgen, dass eben der Schutzstatus der Bevölkerung noch weiter erhöht wird, zum einen durch Boosterimpfungen, zum anderen aber auch durch Impfungen für Menschen, die sich bisher nicht entscheiden konnten, sich impfen zu lassen. Mit der Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes legen wir eine neue Grundlage für diese Maßnahmen, die in den Ländern ergriffen werden sollen, und stellen den Gesundheitsschutz auf eine neue und starke rechtliche Basis. Die Verlängerung des sozusagen Rechtsbegriffs der pandemischen Lage nationaler Tragweite durch den Bundestag wird dadurch überflüssig. Aber nicht die Maßnahmen zum Gesundheitsschutz selbst, das muss man ganz deutlich auch sagen. Ich finde es richtig, dass wir zusammen mit der 3G-Regel in öffentlichen Bereichen, aber auch am Arbeitsplatz, die kostenlosen Bürgertests wieder einführen wollen. Wir sollten aber auch unbedingt Maßnahmen ergreifen, um die Kosten für diese Bürgertests unter Kontrolle zu halten. Ebenso muss meiner Auffassung nach und meiner Erfahrung nach auch die Einhaltung der 3G-Regel im öffentlichen Bereich oder in Gaststätten und bei Veranstaltungen noch besser kontrolliert werden. Wir sind da in Deutschland sehr lax, sage ich jetzt mal vorsichtig, nach dem, was ich erlebt habe in den kurzen Gelegenheiten und was andere mir auch berichten von kurzen Urlauben im europäischen Ausland, geht es da woanders sehr viel geregelter zu. Wenn wir hier die Gaststätte betreten, dann werden wir im Allgemeinen nicht regelmäßig nach dem Impfstatus gefragt und das sollten wir unbedingt verstärken. Wir schützen uns alle dadurch und bringen eben auch die Sicherheit auch für Menschen, die jetzt gemeinsam sich treffen wollen, noch mal voran. Ich will zum Thema Corona auch nur eine ergänzende Anmerkung machen. Und das ist die, dass es immer wieder Diskussionen darüber gibt, wie sicher Impfen dazu beiträgt, dass man Corona nicht bekommt, beziehungsweise dass man keine schweren Folgen einer Infektion bekommt. Und deswegen muss ich sagen, wir brauchen weiter eine ganz offensive Aufklärung. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen in diesem Punkt wirklich zu der Erkenntnis kommen, es geht hier nicht nur um sie selbst. Sie schaden auch immer noch anderen und vor allen Dingen, es geht auch am Ende um die Kapazitäten in unseren Krankenhäusern für Erkrankte, die nicht unter Corona leiden, sondern aus anderen Gründen Intensivstationen und Krankenhausbetten für sich in Anspruch nehmen. Und deswegen finde ich, plädiere sehr dafür, das habe ich eben im Präsidium auch nochmal gemacht und im Parteivorstand, dass wir mal ausweisen, wie viele derer, die auf Intensivstationen liegen, nicht geimpft sind, damit hier nicht die Legende entsteht, die Impfquote steigt und trotzdem liegen so viele im Krankenhaus. Das sind eben die, die nicht geimpft sind und das würde ich gerne auch noch mal belegt haben, weil wenn wir mit den Maßnahmen, die wir jetzt gerade besprechen und auch in der Ampel übereinstimmend besprechen, nicht weiterkommen, dann wird es am Ende so sein, dass man darüber nachdenken muss, ob diejenigen, die Pflegedienste vollziehen, am Ende einer Impfpflicht unterliegen. Und wenn wir das verhindern wollen, dann muss mit den Maßnahmen, die wir jetzt vorschlagen, auch wirklich ein Fortschritt erkennbar sein.
Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu Ihren Fragen. Als Erster hat die Hand gehoben Peter Dausen von der Zeit. Frau Esken, hatten Sie denn schon Gelegenheit, mit Herrn Klingbeil darüber zu reden, wen Sie denn gemeinsam als Generalsekretär vorschlagen wollen? Das ist das Erste. Und das Zweite, Sie haben ja ein paar Punkte genannt, wie Sie die SPD weiterhin innerlich prägen wollen. Was kommt denn durch Herrn Klingbeil inhaltlich noch dazu? Was ist denn die Ergänzung dazu? Die eine wie die andere Frage, glaube ich, Herr Dausen, kann ich heute nicht beantworten. Ich habe mit Herrn Klingbeil sehr intensiv darüber gesprochen, wie wir gemeinsam diese Parteispitze ausfüllen wollen, welche Punkte er dort für seine Schwerpunkte auch erklärt. Das soll er Ihnen bitte selbst beantworten. Das fände ich respektvoll auch ihm gegenüber. Und alle anderen Positionen, die selbstverständlich bei unserem ordentlichen Bundesparteitag auch alle neu besetzt werden, werden wir in dem Lauf der nächsten Wochen auch Vorschläge unterbreiten. Ich nicht, übrigens. Dann gebe ich weiter an Herrn Kapellan vom Deutschlandfunk, bitte. Da wird ja auch immer wieder der Name Kevin Kühnert genannt. Als Generalsekretär könnten Sie sich eine solche Zusammenarbeit vorstellen? Das wäre die Nachfrage auf die Frage von Peter Dausen. Und an Sie nochmal speziell die Frage, wie schwer ist es Ihnen gefallen, auf ein Ministeramt zu verzichten? Sie waren ja für Digitales oder auch für Bildung im Gespräch. Das wäre ja sicherlich auch reizvoll gewesen. Oder sagen Sie, ich habe jetzt in der jetzigen Position als Parteivorsitzende genügend Einflussmöglichkeiten? Und sehen Sie es genauso wie Norbert Walter-Borjans? Es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass die Parteivorsitzende kein Ministeramt übernehmen soll. Soll es da auf jeden Fall bei bleiben oder müssen wir uns da noch auf Überraschungen einstellen? Also zu der einen Frage will ich noch mal sagen, es freut mich, dass so viele fähige Personen, Frauen wie Männer, in der SPD für führende Ämter gehandelt werden in der Öffentlichkeit. Aber wir werden in den nächsten Wochen da intensiv drüber beraten, wie wir als Gesamttableau uns auch aufstellen wollen. Zu der Frage, die weiteren Frage, die Sie hatten, will ich deutlich sagen, ich habe mich in Gesprächen mit ganz wichtigen WegbegleiterInnen und UnterstützerInnen eben darüber unterhalten und mich dafür entschieden, meine Kandidatur für dieses höchste Parteiamt, das wir zu vergeben haben, zu erneuern. Ich habe als Parteivorsitzende gemeinsam mit Norbert Walter-Borjans in den vergangenen 2 Jahren erleben können, dass wir mit einer starken und mit einer auch unabhängigen, eigenständigen Parteiführung auch in der Großen Koalition schon sehr erfolgreich Einfluss nehmen konnten und Wirksamkeit entfalten konnten. Das hat auch damit zu tun, dass wir natürlich da Unterstützung aus der Fraktion, aber auch bei den Regierungsvertretern, insbesondere von Olaf Scholz, hatten, dass wir gut zusammengearbeitet haben. Und ich gehe davon aus, dass wir diese gute Zusammenarbeit auch in Zukunft fortführen können. Auf die ganz spezielle Frage, die Sie noch gestellt haben, kann ich nur sagen, unsere Statuten enthalten eine solche Trennung nicht. Die nächste Frage kommt von Herrn Braune von der Rheinischen Post. Frau Esken, Herr Walter-Borjans, die Erneuerung ist ja gestartet auch mit dem Ziel, die Parteistrukturen zu verschlanken und zu modernisieren. Gehört dazu auch, dass man die Zahl der Stellvertreter von 5 auf 4 möglicherweise wieder reduziert? Und noch ein Punkt zu den Koalitionsverhandlungen. Sie haben das angesprochen, dass Sie zuversichtlich sind, im Zeitplan zu bleiben. Wie bewerten Sie denn das Verhalten der Grünen? Ist das nur ein Teil des Spiels, um die Preise in die Höhe zu treiben? Oder ist das ein Rendezvous mit der Wirklichkeit, dass die Grünen merken, dass ihre im Wahlkampf versprochenen, sehr, sehr ehrgeizigen Klimaziele eben mit der Realität nicht in Einklang zu bringen sind? Also was die Verschlankung angeht, dann haben wir beim letzten Mal ja damit in einem ersten Schritt begonnen. Wir haben die Zahl der Stellvertreter damals um 1 reduziert. Wir hatten zugegebenermaßen vor, sie noch weiter zu reduzieren. Aber da sage ich jetzt wirklich an dieser Stelle mal, erstens, das wird jetzt auch im Lauf der nächsten Zeit diskutiert und auch dazu werden wir Vorschläge machen. Ich gehöre nicht zu denen, die genau an der Frage, ob man einen weniger hat oder nicht, den Erfolg von, ich sag mal, effizienterer Führung messen kann, sondern da muss man wirklich gucken, wie bekommt man diesen Zusammenhalt, den wir haben, auch abgebildet. Und da sage ich ganz offen, wenn er mit 5 besser ist als mit 3, dann ist er mit 5 besser. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, auch da wirklich zu schlankeren Strukturen zu kommen, werden wir das machen. Aber das ist jetzt sozusagen nicht der Ausgangspunkt der Frage, ob die Partei gut oder schlecht aufgestellt ist.
Und was jetzt die Frage angeht der Grünen, dann müssen Sie natürlich sicher eher an eben diesen dritten Partner im Bunde richten. Aber ich sage ganz offen, klar, die Grünen haben ein sehr kritisches eigenes Publikum in der Mitgliedschaft und auch ein sehr kritisches Publikum in der Wählerschaft. Da haben Sie vieles gemein mit der SPD, das kennen wir. Und deswegen ist das ein Prozess. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass das nicht einfach ein Zusammenkuscheln ist in eine Koalition hinein, sondern dass genau dieses reine Kuscheln auch zu Fragen führen würde, was sind denn wirklich die Profile dieser Parteien? Das ist nachvollziehbar. Und wir sind jetzt an ein paar Punkten, weil es jetzt sehr konkret wird, wo man diese Frage nicht nur sich selbst, sondern auch, ich sage jetzt mal mit Blick auf die eigene Wählerschaft und die Mitgliedschaft beantworten muss. Und trotzdem sage ich, ganz abgesehen von der Frage, dass wir drei Parteien jetzt einen gemeinsamen Auftrag haben, weil andere überhaupt nicht in Frage kommen als Verantwortungsträger für dieses Land in den nächsten Jahren, hat man schon von daher den Auftrag, wirklich sich, wenn es nötig ist, auch mal zusammen zu raufen. Aber wir haben so viel gemeinsame Grundlagen entdeckt bei diesen Gesprächen, dass ich sicher bin, dass wir dieses Ruckeln überwinden werden und dass das zu einem guten Ergebnis führt, auch für die Grünen und auch gegenüber ihren eigenen Wählerinnen und Wählern und Mitgliedern. Und das gilt für FDP und für uns ganz genauso. Die nächste Frage kommt von Herrn Wegener von dpa. Kleine Nachfrage an Frau Esken. Ihr Hinweis auf das Parteistatut, kann man das so verstehen, dass es letztlich dann doch noch offen ist, ob Sie oder Herr Klingbeil vielleicht dann doch noch auch ins Kabinett zusätzlich gehen? Und vielleicht an Herrn Walter Borjans, weil Sie gesagt haben, Sie sind sehr sicher. Wie kommentieren Sie die Einlassung aus Baden-Württemberg? Erstmals steht ja heute das Wort Neuwahl im Raum. Also wir haben diese Entscheidung sowohl Lars Klingbeil als auch ich gemeinsam so getroffen, weil wir der Überzeugung sind, dass diese Entscheidung jetzt richtig ist. Und ich will aber auch deutlich sagen, wie die Statuten der SPD sind und dass wir nicht vorhaben, die zu ändern. Also nochmal zu der Einlassung heute aus Baden-Württemberg. Sie ist eine Stimme und es gibt im Augenblick, glaube ich, viele, die im Zweifel aus etwas größerer Entfernung etwas härter kommentieren. Das gehört auch zu diesem Verhandeln dazu. Ich kann nur sagen, dass die Gesprächspartner, mit denen wir am Tisch sitzen, diesen Gedanken nicht in einem Moment bisher weder geäußert hatten, noch dass ich den Eindruck habe, dass sie ihn hatten und dass wir wirklich daran arbeiten, konstruktiv zu einem Ergebnis zu kommen und keine Drohkulissen aufzubauen. Das gilt in alle Richtungen, für uns selbst wie für andere auch. Und dann wird das auf den Weg gehen, den ich eben beschrieben habe. Und dann bleibe ich auch bei dieser Gewissheit, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen werden. Frau Sievert vom Fokus, bitte. Ja, vielen Dank. Zwei Fragen, wenn Sie gestatten. Einmal, Frau Esken, Sie haben damals ja Herrn Walter Borjans gefragt, ob er mit Ihnen kandidieren möchte. War das dieses Mal auch so oder ist Lars Klingbeil auf Sie zugekommen? Und dann noch mal eine Frage zu den Koalitionsverhandlungen. Verstehe ich das richtig, dass Sie auch weiter an dem Zeitplan, so wie er jetzt ist, festhalten? Sprich, 10. November, das ist übermorgen, ist gesetzt. Bis dahin ist man sich vorläufig mal einig und die Hauptverhandler werden dann nochmal zusammenkommen, oder? Also die Frage nach der Frage, wer hat wen gefragt, jetzt haben wir ja nicht so eine Situation gehabt wie bei uns beiden, dass wir uns kaum kannten und ich musste eine SMS an Norbert Walter Borjans schreiben, damit wir überhaupt mal zusammentreffen können. Lars Klingbeil und ich arbeiten, wie gesagt, schon seit vielen Jahren auch vertrauensvoll zusammen. Insofern konnte sich da auch was entwickeln, um es mal so auszudrücken. Die Frage nach den Koalitionsverhandlungen will ich ganz deutlich sagen. Mein Eindruck auch aus den Gesprächen mit den Parteispitzen und mit den eben Spitzenverhandlern auch, ist sehr deutlich, dass wir uns auf einen gemeinsamen Fahrplan verständigt haben, dass wir diesen gemeinsamen Fahrplan vom Ende her auch erreichen wollen, dass wir Olaf Scholz in der Nikolauswoche zum Kanzler wählen wollen, dass wir vorher auch Gelegenheit haben wollen, in unterschiedlicher Ausprägung unsere Mitglieder zu beteiligen und Parteitage zu befragen, jede Partei so, wie sie das eben auch für richtig hält. Und deswegen haben wir jetzt einen ambitionierten Zeitplan, aber wir haben vor, ihn einzuhalten.
Das Schöne ist ja, dass man den Anruf nicht nachvollziehen kann, weil er oder nachverfolgen kann, weil er keine Vorwahl 0 brauchte. Es war ja kein Außenanruf, sondern intern, wenn denn dann überhaupt. Die nächste Frage kommt von dem Kollegen hier in Schwarz. Ja, Fabian Busch von web.de und GMX. An Frau Esken, Sie haben ja eben schon die Zusammenarbeit mit Herrn Klingbeil gelobt. Wie verstehen Sie sich denn so rein zwischenmenschlich? Und was schätzen Sie an ihm? Und noch kurz an Herrn Walter Beuerns, weil Sie das Thema Impfungen angesprochen haben. Herr Montgomery hat ja gestern von der Tyrannei der Ungeimpften gesprochen. Wie finden Sie so eine Äußerung? Würden Sie sich da anschließen? Ich habe ja schon gesagt, ich arbeite mit Lars Klingbeil schon seit 8 Jahren zusammen. Im Digitalausschuss haben wir zusammengearbeitet. Wir haben das erste digitalpolitische Grundsatzprogramm, das überhaupt eine Partei erarbeitet hat, Digital Leben der SPD 2015-16 gemeinsam erarbeitet. Das ist eine sehr, sehr vertrauensvolle Arbeit. Und ich schätze an Lars Klingbeil seine Ruhe, seine positive Ausstrahlung, seine große Freude auch daran, dieser Partei zu dienen und ihr auch inhaltlich und gemeinsam und im Team vor allem und im guten Austausch mit vielen Mitgliedern eine Richtung zu geben, gemeinsam die Erneuerung der SPD auch voranzutreiben. Das spürt man auch aus jeder Faser dessen, was er tut. Es gibt ängstlichere und weniger ängstliche Menschen, und diejenigen, die ängstlicher sind und deswegen sich noch nicht entschließen konnten, sich impfen zu lassen, die kann man nicht als Tyrann bezeichnen. Das ist nicht meine Vorstellung. Was ich aber glaube ist, und mit mir viele andere auch, das ist, dass es eben am Ende nicht nur die Entscheidung über sich selbst ist, sondern es geht wirklich darum, dass eine hohe Quote Ungeimpfter eine höhere Gefahr birgt, dass es zu weiteren Mutationen kommt, dass es zu Impfdurchbrüchen kommt, dass es zu Problemen kommt. Und an der Stelle ist es nötig, deutlich zu machen, dass im Zweifel der Staat eben dann auch rigidere Maßnahmen ergreifen muss, dass wir das, wenn eben möglich, vermeiden wollen, aber dass es dann nicht ausgeschlossen ist. Und ich finde, vor allen Dingen auch gerade mit Blick darauf, ich habe es eben schon mal gesagt, dass wir ja auch darüber reden, wie Krankenhausbetten belegt sind. Und was wir sicher nicht tun werden, das ist zu sagen, ja, wenn ihr euch nicht impfen lasst und dann erkrankt und ein Krankenhausbett braucht, dann habt ihr eben Pech gehabt, ihr hättet es ja machen können. Wir sind auch in Verantwortung für diejenigen, die unvernünftig handeln. Dazu muss man stehen in einer sozialen Gesellschaft. Auch da haben wir Verantwortung. Nur weil wir diese Verantwortung ernst nehmen, haben wir, glaube ich, auch das Recht darauf hinzuweisen, dass man möglichst sich nicht in diese gefährliche Situation begibt. Die nächste Frage kommt von Herrn Doll von der Welt, und dann habe ich noch 2 weitere Fragen. Ja, eine Frage an beide Vorsitzende. Die eine Frage ist, die Tatsache, dass Sie jetzt antreten, Frau Esken, und dass Herr Klingbeil nominiert ist, bedeutet das, dass es noch weitere Kandidaten geben kann? Oder sind Sie quasi gesetzt und auf dem Parteitag werden Sie dann gewählt und bestätigt? Oder gehen dann noch andere ins Rennen? Und die zweite Frage ist, Herr Walter-Borjans, Sie hatten ja gesagt, es ruckelt. Wir alle hören immer wieder, dass es mal in den Koalitionsverhandlungen an der einen oder anderen Stelle ruckelt. Wo ist denn aus Sicht der SPD, aus Ihrer Sicht, das Ruckeln besonders stark und müssten sich die beiden potenziellen Partner noch ein wenig bewegen? Stichwort Verkehr und Klimaschutz. Also in der Frage der Kandidatur muss ich vielleicht ein Missverständnis ausräumen. Nicht etwa ist Lars Klingbeil heute Morgen nominiert worden und ich kandidiere auch, sondern wir sind beide als Doppelspitze nominiert worden, gemeinsam, auch in einem gemeinsamen Beschluss. Und wir kandidieren auch als Doppelspitze, das will ich ganz deutlich sagen. Es ist natürlich bis zum letzten Tag und auf dem Parteitag möglich, sich als Parteivorsitzender oder Parteivorsitzende zu bewerben. Auch Einzelbewerbungen, auch die Doppelspitze steht nur als Möglichkeit in unserem Statut und nicht als Zwang. Und insofern lassen wir uns in aller Demut auf diesen Prozess ein. Das ist selbstverständlich, das sind demokratische Gepflogenheiten. Aber wir haben die starke Unterstützung von Präsidium und Parteivorstand, die einstimmig heute Morgen erfolgt ist, für unser beider gemeinsame Kandidatur. Ja, es ruckelt im Prinzip da. Ja, es kuschelt und ruckelt. Ja. Es ruckelt vor allen Dingen da, wo einfach die unterschiedlichen Blickwinkel der Parteien, die da am Tisch sitzen, zusammenkommen. Und das ist besonders, man kann es eigentlich sehr allgemein fassen,
zwischen den Fragen, die man mit ordnungspolitischen Lösungen beantworten kann oder möchte, und denen, die man rein dem Markt überlässt. So, das ist im Prinzip der Punkt. Die SPD hat ja oft gesagt, in allen Konstellationen als Volkspartei hat den Auftrag, wirklich diese Sichtweisen auch ein Stück zusammenzubringen. Ich glaube, dass auch die beiden anderen Partner das überwinden können, weil am Ende diese Lösungen immer auch in der Mitte liegen. Es wird einen ordnungspolitischen Rahmen brauchen, in dem wirtschaftliches Handeln, auch Gewinnstreben, Wettbewerb, Innovation aus privatem Antrieb möglich ist. Aber wir haben es erlebt in einer ganzen Reihe von Punkten. Ich nenne mal den Schwenk zur Elektromobilität, dass dazu am Anfang eine klare politische Aussage notwendig war, dass wir gesagt haben, wir fördern jetzt, wenn mit den Mitteln der Steuerzahler den Wechsel, den Wandel, die Transformation und nicht das Erstarren. Und danach gab es Aussagen der Autoindustrie, die ganz klar gesagt hat, das ist der richtige Weg. Auf dem begeben wir uns jetzt mit unseren privatwirtschaftlichen Kräften. Ist alles in Ordnung und ich glaube, genau da liegen auch die Lösungen. Aber auf dem Weg der Verhandlungen gibt es nun mal die, die dann stärker das Ordnungspolitische und stärker das, wie der Partner da so gerne sagt, das Entfesselnde Argument nimmt. Und ich glaube, am Ende liegt die Wahrheit und die Lösung wieder irgendwo in der Mitte und ist auch gut so. Maik Szymanski von der Süddeutschen. Frau Esken, noch eine Nachfrage. Da ist bei mir eher Unklarheit entstanden. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie schließen nicht aus, doch noch ins Kabinett zu wechseln? Herr Szymanski, ich habe geantwortet, dass ich die Entscheidung, jetzt für den Parteivorsitz zu kandidieren, gemeinsam mit Lars Klingbeil und auch unsere ganze Schaffenskraft dieser Aufgabe zu widmen, für die richtige halte, dass ich aber nicht das in alle Ewigkeit ausschließen will und dass ich auch nicht vorhabe, die Statuten der SPD zu ändern. Dann gibt es jetzt noch die letzte Frage von Christian Thiebs. Und an der Stelle klinken wir uns aus von der Pressekonferenz der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Es steht also fest, der bisherige Generalsekretär Lars Klingbeil, der soll also neben Saskia Eskens neuer Parteichef werden und auf einem Parteitag dann auch im Dezember gewählt werden. Norbert Walter-Borjans, der scheidende SPD-Parteivorsitzende, hält das für eine sehr gute Lösung. Es ist ja auch wichtig, dass es hier einen Schulterschluss der Partei, der Fraktion, der Regierungsthemen und eben der Basis gebe. Also da sieht er die strukturelle Weiterentwicklung der SPD ganz klar im Vordergrund. Und Saskia Esken, die dankte ihm nochmal für die vertrauensvolle und mutige Zusammenarbeit.